Ja, hallihallo allerseits. Es ist mal wieder Mini-Motto-Waste-Zeit und wir spielen heute die tägliche Herausforderung in Dubai. Wir gucken uns mal die Regeln an. Tägliche Herausforderung 6.9.2022. Licht aus, es sind keine Ampeln verfügbar. Das ist nicht so wild. Wolkenkratzer, alle Ziele sind Kreise. Das ist schon so ein bisschen wilder, weil das Spiel dadurch etwas anspruchsvoller wird. Okay, wir hatten dieses Spiel anscheinend schon mal in der Vergangenheit und wir sind in den unteren 30% gelandet. Wir gucken uns mal den Highscore an. Der liegt bei 5577 Punkte. Wir haben 841 Punkte geschafft und liegen damit auf Platz 4442. Okay, dann schauen wir mal, wie das heute aussieht in Dubai. So, los geht's. Okay. Ja, also, die Regeln haben keinen Quatsch erzählt. Das erste Gebäude ist gleich ein Kreis, also kreisrund hier oben sozusagen. Ja, die Gebäude erzeugen halt öfter diese Punkte und dann müssen dementsprechend öfter Autos losfahren. Jedes Mal, wenn so ein Punkt erscheint, ist das ein Signal für das Häuschen, ein Auto loszuschicken. Und für jeden Punkt, den sich so ein Auto geholt hat, gibt es einen Punkt für den Highscore. Okay. Können hier mal gucken, wo die Baufläche ist aktuell. Okay. Also hier könnte was hinspawnen. Das muss ja vielleicht nichts sein. Vor allem, wenn es dann eine andere Farbe ist. Können wir auch ein bisschen blockieren. So, das passt ja ganz gut. Zack. Ach, wir können das vielleicht auch so machen. So. Dann mal hier gleich so eine gerade Verbindung. Zack. Okay. Okay. So. Hier muss vielleicht auch nichts hinspawnen. Alles klar. So. Ja, bisher läuft es ganz gut, aber am Anfang ist es ja immer easy. So, mal gucken, was wir jetzt hier uns auswählen können. Wir haben nur eine Brücke bisher. Dann nehme ich dann zur Sicherheit lieber noch eine. Und dann bauen wir das hier vielleicht auch nochmal weiter zu, damit uns da ja nichts Doofes hinspawnt. Hier vielleicht auch. Hier muss auch nichts dazwischen kommen. Genau. So. Das ja mal so machen. Genau. Und immer so ein bisschen einen Blick dafür haben, wo irgendwas hinspawnen könnte, um das eventuell abzublockieren. So, jetzt haben wir hier nochmal Baufläche dazu bekommen. Das wollen wir dann eventuell auch nicht. Dass da irgendwas hinkommt. Ja, vielleicht sage ich es nur nochmal. zwar nicht in diesem Video, aber ich erwähne es in jedem Video. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo und ein Like da und aktiviert die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und über einen Kommentar würde ich mich auch sehr freuen. So, dann schauen wir mal, wie wir hier voranschreiten. So, was nehmen wir denn jetzt? Ja, wir nehmen mal die Straßen. So, dann machen wir hier erstmal alles dicht. Zack. Würde ich mal sagen. Könnt ihr auch mal anders probieren. Das nimmt zwar jetzt ein bisschen mehr Zeit in Anspruch. Aber was soll's? So.
Und so und so und so und so. Zack. So. Und dann provozieren wir mal hier oben einen Spawn. Das hier am besten um ein Kaufhaus plus die dazugehörigen Gebäude hinkommen. So, schauen wir mal, ob das klappt. Alles klar. Gut, da lassen wir uns nicht foppen, was das angeht. Da gehen wir jetzt hier lang. So, und der wird hier verbunden. Und schon geht das. Okay. Und schon haben wir was übersehen und es ist suboptimal gespawnt. Naja, aber so ist dieses Spiel halt. Das ist dieses Spiel, was uns so viel Freude bereitet. Okay, jetzt ist hier wieder einer gespawnt. Ist ja nicht so wild. So. So meinetwegen. Jetzt ist hier oben wieder Baufläche frei geworden. Ja, mal gucken. Irgendwann werden wir uns sowieso nicht mehr wehren können, weil wir keine Straßen mehr haben zum Blockieren. So. Okay, jetzt haben wir hier was. Ja, wir werden das jetzt mal so machen, dass wir tatsächlich auch dann dieses Gebäude hier nutzen. Dieses kleine Häuschen. So. Okay, nehmen wir mal. Was nehmen wir mal? Wir nehmen mal die Brücke. Wir nehmen mal die Brücke und sagen, wir nehmen die mir mal weg. Vielleicht kommen da ein paar gelbe hin. Natürlich nicht. Okay, also der kommt hier hin. Und der kommt hier hin. Und dann wäre es ganz gut, wenn wir eventuell mal einen Kreisverkehr bekommen. Ampeln kriegen wir ja nicht. So. Ist klar. Das mal so. Und so. Der ist in Ordnung. Ist klar, den werden wir hier rüber versorgen. Und der bietet sich natürlich hierfür an. Na, komm her. So. Okay,
Okay, jetzt haben wir hier so einen weißen. Also das werden wir in der Zukunft irgendwie lösen müssen. Mit dem. Aber jetzt führen wir ihn erstmal hier hin. Okay. Klar. So, gleich ist der Samstag da und auch dann vorbei und dann gucken wir mal, was wir für ein Upgrade uns wählen können. Das ist ja einmal dann spannend. Mal gucken. Okay, also wir nehmen diesmal, ja, wir haben so wenig Straßen, aber gut, wir haben so viel Straßen in Reserve eigentlich. So, und jetzt machen wir das so, dass wir, ja, Gelb ist schon ziemlich fies, aber wir lösen mal hier den Weißen da ab. So, und dann kommt die Autobahn hier hin. Upsala. Und dann fahren die ganzen Weißen hier hin. Und dann kommt die Straße hier weg. So. Jetzt haben wir hier Gelb. Ja, Gelb lassen wir jetzt mal so. Und Gelb haben wir auch noch hier. Und Gelb führen wir jetzt mal über den Weg hier ran. Genau, und da müssten dann ja genug Gelbe zur Verfügung stehen. So. Okay. Und so und so. Ist klar. Ja, auch mal weg. So. Okay, lila ist jetzt das geringste Übel hier. Klar. So. Ja, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das schon mal gespielt habt, dieses Spiel, und wie euer Highscore ist. So. Okay, dann nehmen wir mal eine Autobahn wieder. Die kann jetzt in diesem Fall hier nicht schaden. Und wir schließen die Pinken hier an. So. Und den hier. Ups. Den hier auch. Und jetzt merken wir, eigentlich brauchen wir die Autobahn gar nicht. So.
Naja, wobei, jetzt wo hier so viele Pinke sind und noch ein pinkes Kaufhaus dazu gekommen ist. Der kann hier hin. Ist klar. Ja, eine Brücke wäre ganz cool, dann können wir die hier lang ziehen. Aber noch hält sich Gelb ganz gut. Grün können wir hier nochmal anschließen. Können das ja hier mal kappen. Nee, das wären zu wenig Grüne. Wir lassen es mal. Ui, okay, jetzt haben wir einen Kreisverkehr und eine Autobahn. Ja, ich nehme mal die Autobahn. Falls mal wirklich was sehr Ungünstiges spawnt, das ist immer von Vorteil. Okay, gelb ist jetzt easy. Ist klar. So, weiß. So, grün macht hier so ein bisschen Probleme. Also, wie ist denn grün hier überhaupt verbunden? Okay. Also wir können das ja mit der Autobahn mal versuchen. Ups. Dann kommen wir mal hier hin. Ja, sagen wir mal hier hin. Und einmal hier hin. So, und dann kann der hier ran. So, dann würden die immer hier hinfahren. Und gleichzeitig lassen wir das jetzt erstmal so und gucken, wie sich das entwickelt. So. Jetzt haben wir hier nochmal weiß dazu bekommen, aber keine weißen Häuser. Schauen wir mal, wie das wird. Okay, die weißen Häuser sind jetzt hier unten. Jetzt haben wir keine Straßen mehr. Können wir hier irgendwo was abzwacken? Ja, hier. Okay. Okay. Ja, der Freitag ist ja gleich vorbei. Dann gibt es ja wieder neue Straßen. Ich meine, der Samstag ist gleich vorbei. Okay, ui. Eieiei. Na gut, wir nehmen mal hier die Straßen. Das sind mal ziemlich harte Entscheidungen heute, finde ich. Für was wir uns da entscheiden sollen. Okay.
So weiß. Ist klar. Das lassen wir mal. Ah, jetzt ist hier oben weiß hingekommen. Wir haben keine Brücke. Dann müssen wir die hier mal kappen. Die müssen jetzt alle hier diesen Umweg nehmen. Wobei, wir machen den Umweg mal ein bisschen kleiner. Und sagen, okay, von hier ran kann ich nicht. So. Und die müssen jetzt hier so lang fahren. So. Okay, und jetzt führen wir hier den Weg. Also wir müssen warten, bis die Brücke frei wird. Okay. So. So. Okay, alles klar. So, Alles klar. Okay, es ist Montag und wir haben keine Straßen. Das ist nicht so schön. Okay, hier haben wir noch eine. Okay, dann müssen wir das hier mit der Autobahn anders lösen. Und zwar so. Und so. Vielleicht sogar so. Okay. So, und dann lösen wir hier die Straße auf. Okay. Und dann kommt das. Okay, wir müssen mal warten, bis die Autobahn wieder frei wird und die Straßen. Okay. So und so. So, und die Straße muss ja auch noch frei werden. Alles klar. So. Und dann kommen die Häuser hier ran. Und Gelb kommt hier ran. Okay, jetzt habe ich nur drei Straßen dazu bekommen. So. Tja, wie machen wir das jetzt? Hier haben wir auch so viele.
Wie ist denn das, wenn ich das hier weg mache? Und die. Okay. Wir müssen warten, bis die Straßen hier frei werden. Okay. So. Und so. Und so. Tja. Irgendwie haut das nicht hin. So. So. Okay, den müssen wir hier irgendwie erstmal anschließen. Und dann können die ersten schon mal hier losfahren. Ja, das wird jetzt so ein bisschen doof. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen bis Samstag, bis der vorbei ist. Ja, ich nehme auf jeden Fall die Straßen. So, dann müssen wir dem hier irgendwie helfen. Okay. Okay. So. Und so. Dann kommen die hier über diese untere Straße. Also das müsste hier reichen jetzt mit den fünf. Dann kann der hier wieder ran. So gelb. Ja, hier mag ich genug gelbe. Wir könnten den hier ranführen und dann die zwei. Können die hier hinfahren? Hier gibt es so ein kleines Problem. Hier ist ziemlich viel Verkehr. So. Okay, lila. Könnte auch hiermit verbunden werden. So. Mal gucken. Okay, ja. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass wir da nicht, doch nicht noch davon kommen, sozusagen. Aber wir haben es leider nicht geschafft. Okay, Game Over. Zu wenige Autos erreichen dieses Ziel rechtzeitig. Der Verkehr brach nach 56 Tagen zusammen. 1260 Pendler waren in dieser Zeit auf deinen Straßen unterwegs. So, machen wir einen Screenshot. Ohne Rahmen. Einmal so. Dann mit den Punkten. Dann mit der Woche, Woche 9. Und dann ohne diese kleinen Symbole. So, und dann schauen wir uns mal an,
wo wir gelandet sind. Und zwar gehen wir jetzt zurück zum Menü. So, und dann sind wir in den unteren 30%. Okay. Aber wir haben hier keinen neuen Punktestand. Also es ist tatsächlich so, selbst nach dem, ja, eine Woche oder was auch immer vergangen ist, bei der täglichen Herausforderung können wir diesen Highscore nicht mehr verbessern. Ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht nur an dem Tag, wo der tägliche Highscore diese Regeln hat und in dieser Stadt ist, geht das nicht. Aber anscheinend geht das gar nicht mehr. Also hier ist es halt so einmal diese Punktezahl und wir können uns nicht mehr weiter verbessern. Naja, okay, dann ist es halt so. Können ja mal zurückgucken. Also gestern haben wir nicht gespielt, Sonntag auch nicht, Samstag auch nicht, aber Freitag, da waren wir die unteren 25, untere 50 am Donnerstag und obere 25. Alles klar. Ja, naja, so ist das halt. Kommt immer so ein bisschen aufs Glück an, wie die Häuschen auch spawnen und wie sich das dann so alles entwickelt. Naja. Okay, also das soll es jetzt für heute gewesen sein. Abonniert gerne meinen Kanal, lasst gerne einen Kommentar da, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und falls euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und jetzt sage ich, macht's gut, bis dann und ciao, ciao.